Dings, ne? Das ist ja, wir müssen hier immer durch. So etwas beklemmt. Oben wartet wahrscheinlich auch noch einer auf uns, ja, den bin ich natürlich auf den Weg gegangen. Ja, und es auch noch mehrere. Kann natürlich hier sein. Ist Sauerstoff. Okay. Dann können sie übelsten Fleischwunden, kann man mit Medpacks ausweisen, aber keine Sauerstoff. Kann ich den Sauerstoff benutzen? Ah. Komisch. Ja, genau. Aber Sauerstoff machen wir Sauerstoff jetzt für dich. Ja, genau. Fleischwunden, Knochenbrüche. Tod geht alles, aber Sauerstoffmangel bringt einen um. Wie im echten Leben. Oh, da ist gleich wieder der nächste. Der stand. Wo ist er denn? Ah, hinter dir ist einer. Ja, hinter mir war einer und hinter dir war einer. Scheiße. Was? Der hat mich umgebracht? Mit einem Schlag? Ja. Mich auch. Alter, was geht denn ab? Alter. Hm? Nee, du hattest einen hinter dir, auf den habe ich geschossen, und ich hatte einen hinter mir, auf den hast du geschossen. Das war eigentlich gute Teamarbeit, aber wir sind trotzdem beide umgekommen dabei. Ich hätte nicht gedacht, dass es hier ist keine Luft zum nochmal die ganze Szene, oh nein. Alles? Okay, krass. Ja. Na gut. Wie lange können Sie den Atem anhalten? Erstmal er. Wenn wir die Lebenserhaltungssysteme finden, können wir die Luft vielleicht wieder zirkulieren lassen. Suchen Sie zwischenzeitlich nach Sauerstoff. Kommt direkt runter, ne? Ja, bist du schon unten? Ja, ich bin unten. Oh, warte mal, da muss ich jetzt auch schnell, bevor die anderen, dem Pregnator einfach in den Schädel schießen mit der Shotgun am besten. Ich schieße ihm einfach die Beine weg. Ja, genau. Ups. Okay, so. Bloß nicht in den Bauch schießt. Oh, da ist einer! Nee. Oh, sehr gut. Gut gesehen. Siehst du, der rappelt sich wieder auf, der Mistkerl. Krass, ja. Die sind stärker geworden jetzt auf einmal. Jetzt ist die Leiche verschwunden. Wie krass ist das denn? Oh, da ist noch einer. Oh, ah, hinter dir. Wo? Der ist ja mächtig schnell. Hier vor mir. Okay, jetzt haben wir ihn, glaube ich. Ich habe da nochmal eine Shotgun-Ladung in den Nacken geschickt. I see. Okay, offensichtlich, vorne hat die Shotgun immer mit einem Schuss gereicht, aber die Zeiten sind vorbei. Das liegt wahrscheinlich an den Schadens-Upgrades, die wir drauf getan haben. Seitdem reicht die Shotgun nicht mehr. Ja, genau, das ergibt Sinn. Wahrscheinlich, weil wir die Shotgun nicht neu gestartet haben danach. Ja, wahrscheinlich. Und vor allem weil du deine Shotgun nicht neu gestartet hast, nachdem ich meine verändert habe. Ja, noch viel schlimmer. Ich habe ja meine auch noch stärker gemacht. Und nicht neu gestartet. Nicht neu gestartet. Vor allem ich nicht. Vor allem du dann nicht, ja. Oh, Textlock. Das geht jetzt auch mal nicht, ne? Textlock? Spezielle Befehle. Das kostet viel Sauerstoff, glaube ich. Komm, genau. Weiter. Okay, und jetzt vorsichtig. Lass uns zusammenbleiben. Der erste kriecht gleich da rechts lang, wenn wir hier hochkommen. Ja, genau. Also beziehungsweise von geradeaus kommt er. Und einer von hinten bestimmt. Wir sind ja immerhin im soundlosen Bereich quasi. Da ist er hinter dir, Hinter dir! Ja, scheiße, ist nicht nur. Schon wieder haben die es geschafft, hinter mir und hinter dir zu sein. Genau. Aber ich habe keinen Schaden gekriegt, du? Nee, doch, und zwar ziemlich dicke sogar. Ja, gut. Aber ich habe nichts davon gemerkt. Ja. Deswegen hat er mich vorhin noch umbringen können, weil er einfach gar nicht gemerkt hat, dass ich Schaden hatte. Bei mir war auch irgendwie, ich habe versucht, wieder ranzukommen und dann irgendwie zweimal Big Damage gekriegt. Aber dieser Effekt funktioniert, dass sie den Herzrhythmus beschleunigen von deinem. Hörst du auch dein Herz? Ja. Wo bist du jetzt eigentlich? Ich bin hinter dir. Ah ja. Oh, ein Vieh. Genau. Haben wir noch irgendwas zum Einsammeln? Ja, das ist ja auch nicht so, dass es uns schlecht geht. Vielleicht kommen wir auch wieder durch hier, wer weiß. Mit dem Sound ist echt das Fieseste, ne? Wenn du nichts hörst, okay, ja, außer deinem eigenen Herzschlag, ist das schon gemein, wenn du kriegst tatsächlich überhaupt nicht mit. Hier. Warte mal, was ist da hinten? Ist noch eine Tür? Warte, Warten hat angezeigt. Ah, Warten war an der Tür. Okay, komm, hier rein. Wir können sowohl nach, oben und. Also mit dem Fahrstuhl würde ich normalerweise nicht fahren, ne? Vor allem nicht, wenn irgendwie sämtliche Systeme versagen. Also der hat echt Eier, der Isaac, wenn er sich da reinsetzt. Alter, aua! Wir werden beschossen. Hundelurker. Ja. Wir brauchen Sauerstoff langsam mal wieder. Ja, wäre dann ganz gut. Oh. Hier ist Sauerstoff. Ah, kommt schon. Das ist schon direkt davor. Okay. Energiewandler? Halbleiter. Ja, ich habe noch immer noch nicht verstanden, was dieser Energiewandler soll. Okay.
Okay, hier will er uns immer wieder raus haben, wie ich sehe. Nee, doch nicht. Hier runter will er uns haben. Okay, warte mal, ich schmeiß dir mal Sprengstoff hinterher. Alles klar, danke dir. Oh, hier unten liegen schon ein paar. Ich kann nicht runter. Ah, jetzt. Ein dicker Partner auf der Treppe. Alles klar, Partner braucht mehr Platz. Fettsack. Dicky braucht mehr Platz, steht hier. Ah ja. Explosionsmodul, wie geil. Geil. Das hört sich doch nach einem Modul an, was ich verwenden möchte. Kurzschuss initiieren, immer. Kurzschuss ist immer gut. Ja klar, Kurzschuss ist super. So, komm, hier nehmen wir noch so eine Stase-Lampe mit. Ein bisschen Sprengstoff. Ja, ich habe einen Kurzschuss initiiert. Alter, irgendwas schießt auf mich. Nee, doch nicht, da, es war doch nur der... Da, ganz viel sogar. Oh. Er stellt sich vor mich, ist ungut. Hier, ey. Oh, der Schnelle ist wieder da. Der steht da noch. Hält noch was hier? Ja, hinter dir, noch Hundelurker. Hinter mir, jetzt ist er schön auf uns. Ja, alles klar. Alter, enge Raum, enge Räume hier. Ja. Wie will man denn da vernünftig Kurzschuss initiieren? Ja, gut, dass wir nicht so ein Sprengstoff-Ding hier gestartet haben, sonst wären wir echt... Da ist das echt am Arsch gewesen, ne? Es kommt von irgendwo aus diesem Schiff. Ach, shit. Die Übertragung, hören Sie das nicht? Ich empfange nichts. Können Sie es orten? Ja, ich passe unsere Wegpunkte an, kommen Sie! Okay, noch jede Menge Munition, sehr gut. Und? Was macht der Kurzschluss? Ist gerade so eben geglückt. Sehr gut. Oh. Schön. Mann, mit dem Sound wie sonst was hier. Ja, Luft und vor allen Dingen Sound, ja, das ist gut. Oh, das ist gleich viel schöner hier. Super, super herrlich, tolle Atmosphäre. Das war. Sag mal, aber sonst geht's dir noch gut, oder? Wie geht's dir? Oh. Ich habe keinen Schaden genommen. Okay. Ich glaube, ich. Du schon, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war ein Lurker. Hundelurker. Ein Hundelurker. Ich weiß auch nicht, warum. Ich nenne die gern Hundelurker. Oh. Achso, wir brauchen ja gar keinen Sauerstoff, ich Idiot. Erstmal schön Sauerstoff aufladen wollen. So, rein in den schönen Fahrstuhl, in den sicheren. Sicherheitsgüteklasse 1. Wo bist du? Naja, im Fahrstuhl. Also ich glaube auch, dass dieser Fahrstuhl würde im Katalog beim Gebrauchtwarenhändler auch als fahrbereit, glaube ich, gelistet. Auf jeden Fall, ich nehme, gebraucht wie neu. Würde ich sagen. Fahrbereit. Fahrbereit. Ich hab dir hier noch einen Sprengstoff mitgebracht. Also, oh, guck mal, da verschwindet er einfach. Ja, schön, das hab ich schon gesagt. Da? Ich glaube ja. Geht schnell. Au! Oh, so. Hier schreit doch noch irgendwas rum. Ich dachte auch, aber irgendwie. Ich glaube, der hat einfach geschrien wie zwei. Auch nicht schlecht. Munitionsclip. Ja, das ist immer gut. Hier sind schöne Duschen. Ja, das ist geil, ne? Guck mal. Achso, genau. Schön mit ein bisschen älterer Kachelware. Ist natürlich schlecht hier, wenn sie das neu machen wollen. Die Standardkachel Pichler 1 Glanzweiß gibt es natürlich seit 2135 nicht mehr im Handel. Ne? Ich glaube auch da. Aber auch, das heißt, auch schön, das müssen sie alles. Schlachthof bis zur Decke gefließt, alles, ne? Ja. Müssen sie aber quasi wirklich auch wirklich alles neu machen hier dann. Können sie nicht einzelne Fliesen auswechseln. Das muss ganz neu ausgekachelt werden. Ja. Aber auch ganz besonders auch das schön auf natürlich die Toiletten. Also, da möchte man auch wirklich so seinen Hintern draufsetzen. Das ist schon meins. Was ich nicht verstehe, ist, dass immer kein Spiegel funktioniert bei Dead Space. Ja. Es ist so, die funktionieren eigentlich. Die sind nur ein bisschen blind. Ein ganz bisschen. Ja, genau. Ja. Also, die sind echt, das ist das Haltbarkeitsdatum abgelaufen, ne? Aber wenigstens funktionieren auch die Neonleuchten. Zumindest, 2 von 3. Die letzte, die muss natürlich... Ja, ich meine, Elektronik ist natürlich auch viel haltungsfähiger als so ein Stück Glas. Das läuft ja, das suppt ja runter. Oh. Glas ist ja flüssig mit einer hohen Viskosität, ne? Wissen wir ja. Und das suppt dann ja weg.
In der Tat. In kürzester Zeit. In wenigen tausend Jahren subt das sofort weg. So. Hast du deinen Rig eigentlich irgendwann upgraded? Nee. Das klang mir nicht sinnvoll, was es da für Möglichkeiten gab. Bisher. Kann man Hitpoints oder so, oder? Keine Ahnung, ich denke mal schon, dass es irgendwie geht. Oh, voll in Arsch. Vor dir und. Nice. So. Ich habe mich voll in Befahr gegeben gerade. Hat er dich erwischt? Nee, aber da stand angsteinflößend nah hinter mir plötzlich. Der hat sich direkt wieder dematerialisiert irgendwie. So. Eine Brille justieren. Ich nochmal so einen Effekt. Was soll der Geiz? Oh! Auf den Kopf! Ja? Alles klar? Alter Schwede. Ich habe keinen Schaden bekommen, aber es ging gerade ganz schön. Das war schon witzig, ne? Es war plötzlich laut, wie sonst was. Aber ich glaube, du hast das fast auch alles fast ohne mich gemacht. Ich habe nur den einen habe ich, glaube ich, abgemeldet. Ich bin auch so ein bisschen blind vor und zurück gerannt, aber ich glaube, das hat sie verwirrt in ihrem langsamen Gehirn. Sie sind ja auch nicht mehr so ganz fit. Das stimmt. Das sieht man ja. Sieht man ihn ja an. So, warte mal, hier war auch noch eine Tür. Warte mal, man kann doch ihre Waffen irgendwie, glaube ich, kann man chinesen. Alter, das ist ja hässlich. Was denn? Sie haben schon hässliche Köpfe, also diese komischen Zombie-Necromorphs. Das ist schon. Ah ja. Oh, Earthcough-Artefakt. Nice. Geil. Wo? In einem kleinen Räumchen. Persönliches Logbuch Sergeant John Carver. Ah. Ja, so ein Medpack hier am Start. Ja. Ich weiß, dass er tot ist. Das ist ja, na gut. Sind alle tot. Ja, das ist sowieso immer das Ende vom Lied. Gut, gehen wir weiter. Am Ende sind sie immer alle tot und unglücklich. Und das, was gerettet wurde, ist eigentlich nur eine öde, schnöde Welt, für die es sich nicht zu kämpfen lohnt. Genau. Und für alle, die gerettet sind, gibt es keine Siege mehr. Das ist deprimierend. Aber ein Beinchen abschießen, solange man das noch kann, ist eigentlich die Welt noch in Ordnung. Eine Upgrade-Platine habe ich gefunden. Einmal nachladen und Feuerrate. Nachladen plus Feuerrate, das ist cool. Die werden wir gleich mal verbauen. Textlock gefunden, Moment. Oh, ich bin schon wieder voll, wie sonst was hier. Ein Textlock. Huselov. Nun weiß, wie ein Heiliger sich fühlt, wenn Gott zu ihm spricht. Klar, der heftige Rausch der Unendlichkeit, die freudige Erregung, all das ist fast schon zu viel. Es ist wie ein Chor tausender Stimmen. Meine Freunde, Schiffskameraden, jeder, der zu Gott gerufen wurde, spricht nun zu mir. Sie wollen, dass ich alles weiß. Es ist wichtig für sie, dass ich alles weiß. Welche Geheimnisse werden sie offenbaren? Ich gehe nun, ein Gefäß, das gefüllt werden will. Teilt mit mir die Geheimnisse des Universums. Bla bla bla. Okay. Alles klar. Ja. Was habe ich hier alles, was. Na, ich bin schon wieder voll. Schon wieder voll. Ja, mein Safe ist auch bald voll. Oh, was ist das? Das ist der blanke Horror, Electrical. Oder? Wie schon einer der Kommentatoren gesagt hat. Ja. Der blanke Horror, viel zu viele Medpacks. Ah. Ja. Oh. Ich hab nicht so richtig aufgepasst, offenbar. Ja, sieht so aus. Ich dachte schon, der Fehlanlage bei mir, aber das kann ja gar nicht sein. Ey, ich kann da nicht runter. da war ich. Was müssen wir aber? Aber was du warst doch oben. Nee, ich war unten. Jetzt bin ich oben. Jetzt bin ich in der Mitte und genau rechts. Ja, das sehe ich schon, aber. Komisch, ich hätte dich gedacht, du wärst nach unten gegangen. Nein!